war bei mir so, dass als mein Vater mich verlassen hat, also er hat versucht auch mich zu entführen, im jungen Alter habe ich überhaupt Nachtlieder total gehasst und ich wusste nicht wieso. Immer wenn ich zum Beispiel Der Mond ist aufgegangen gehört habe, die Melodie, ich musste einfach aus dem Nichts weinen und ich hatte einen Kloß, ich habe es über alles gehasst. Und meine Mutter hat mir später erklärt, dass mein Vater mir zum Beispiel die immer vorgesungen hat, wahrscheinlich um einzuschlafen. Ich habe schon an Gott geglaubt, aber ich dachte mir, okay, warum muss ich das erleben und warum muss ich ohne Vater aufwachsen? Und wenn mich Gott wirklich sieht und mich liebt, warum lässt er das dann zu? Also mein Vater kommt aus den Philippinen und er ist in einem Slum aufgewachsen, also in ganz armen Verhältnissen, konnte kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, kam dann hier mit nach Deutschland, weil war für ihn natürlich eine große Chance. Aber natürlich war dann auch meine Mutter eigentlich Hauptverdienerin und ist gleich arbeiten gegangen. Und er ist mit mir zu Hause geblieben. Und diese ersten Jahre sind für ein Kind sehr, sehr entscheidend. Und dort werden eigentlich diese Beziehung zur Mutter, zum Vater sehr, sehr stark. Und da passiert mega viel im Kopf. Und ich kann mich daran nicht erinnern, ne? Also im vollen Bewusstsein. Aber zum Beispiel war es so, dass ich im jungen Alter habe ich überhaupt Nachtlieder total gehasst und ich wusste nicht wieso. Immer wenn ich zum Beispiel Der Mond ist aufgegangen gehört habe, die Melodie, ich musste einfach aus dem Nichts weinen und ich hatte einen Kloß, ich habe es über alles gehasst. Und meine Mutter hat mir später erklärt, dass mein Vater mir zum Beispiel die immer vorgesungen hat, wahrscheinlich um einzuschlafen und so. Und das sind Sachen, die sich halt total in meinem Unterbewusstsein abgespielt haben. Genau. Und ja. Wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Das hat auch mit meiner Story zu tun, genau. Also es war, ich weiß nicht, soll ich jetzt meine ganze Geschichte erzählen? Ja, wir gucken einfach mal. Okay. Erzähl mal einfach weiter. Okay, ich erzähl einfach weiter. Also, dann erzähl ich meine, also es hat halt auch mit dem, meinem, also praktisch ist das Lied Vaterkomplex, ist praktisch mein Zeugnis. Da habe ich praktisch mein Zeugnis erzählt. Zeugnis heißt ja meine Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das nennt man Zeugnis. Und das war bei mir so, dass als mein Vater mich verlassen hat, also er hat versucht auch mich zu entführen, weil natürlich hat er mich geliebt so und wollte dann aber zurück auf die Philippinen, weil er hat gemerkt, er konnte kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Und auch wenn die Familie auf den Philippinen in super armen Verhältnissen waren, also man muss sich vorstellen, die Hütten wurden aus alten Blechteilen gebaut, eine Pumpe fürs ganze Dorf, mitten im Dschungel so, wollte er zurück auf die Philippinen. Und aber ich war trotzdem so seine erste und einzige Bezugsperson hier, natürlich ausgenommen von meiner Mutter hier in Deutschland. Und dann ist er versucht mit mir zurück auf die Philippinen, hat es aber nicht geschafft. Und meine Schwester war zwar da auch gerade schon unterwegs, aber sie hat nicht wirklich so eine Beziehung zu meinem Vater. Genau, und dann war auf den Philippinen und war dann auch, hat dann zwischendurch immer versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen. Ich erinnere mich noch, dass mich, da war ich 5 oder so, meine Mutter hat mich in einer tiefen Nacht geweckt und dann sind wir so ans Telefon gegangen und dann war da so eine männliche Stimme, die meinte, hey, Jenny, also ich heiße Jenny Rose, das muss man auch wissen, ich liebe dich und ich vermisse dich. Und ich war, zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, wer das war. Aber wie alt warst du? So um die 5, glaube ich, ja. Es müsste so um die 5 Jahre alt gewesen sein. Und diese Stimme hat sich, mein Unterbewusstsein hat sich diese Stimme sofort erkannt. Weil diese Stimme ist heute noch in meinem Kopf, das ist ganz krass. Aber zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht so bewusst, wer das ist. So, und dann war es aber so, dass er irgendwann verschollen war. Und das Ding ist, dass auf der Zeit auf den Philippinen war es so, dass er fast erstochen worden war, weil da ist auch die Kriminalrate sehr hoch, weil da gibt es ja kein richtiges Gesundheitssystem und da ist auch sehr viel mit Drogen und so weiter. Und ja, der Arzt meinte damals, er hat vielleicht nur noch 8 Jahre oder so zu leben. So hat es mir meine Mutter erzählt. Und dann war er irgendwann verschollen und ich dachte so, okay, wow, lerne ich jetzt vielleicht nie meinen Vater kennen. Und meine Mutter hat uns christlich erzogen, hat uns auch gleich mit in die Gemeinde genommen. Aber ich habe trotzdem, also ich habe schon an Gott geglaubt, aber ich dachte mir, okay, warum muss ich das erleben und warum muss ich ohne Vater aufwachsen? Und wenn mich Gott wirklich sieht und mich liebt, warum lässt er das dann zu und so? Und habe halt diese Fragen mir gestellt und vor allem in der Pubertät. Und ja, aber irgendwie habe ich doch an Jesus geglaubt, aber ich hatte keine richtige, ich nenne das immer Beziehung zu ihm. Und dann irgendwann habe ich mir ein Tattoo stechen lassen mit meinem Nachnamen, die Jesus. Und für mich war das nicht so, weil ich meinen Nachnamen cool finde, sondern weil ich vor allem einfach damit
eine Verbindung zu meiner philippinischen Familie haben wollte. Und ich habe dieses Bild von meinem Tattoo auf Facebook damals gepostet und nicht nur erklärt mit meiner philippinischen Familie, was zu bedeuten hat, sondern habe das erste Mal auch öffentlich irgendwie gesagt, hey, ich glaube an Jesus. Und das soll auch die Bedeutung haben, dass wir alle zu Jesus gehören und so weiter. Und daraufhin, man muss sagen, ich habe mich in der Zeit schon umnennen lassen von Jenny zu Rose. Mein Vater kannte mich als Jenny. Hat mich ein Typ aus den Philippinen aus dem Nichts angeschrieben. Mein Vater kann sich nicht auf die Suche gemacht haben, weil wie soll er auf Rose kommen? Also mein zweiter Name ist wirklich Rose, aber trotzdem hat er mich immer nur Jenny genannt. Auf jeden Fall hat er mich angeschrieben und meinte, hey, ich kenne deinen Vater und ich kann euch in Verbindung bringen sozusagen. Und somit kam, also er meinte, er ist mein Cousin. Und somit kam es zum ersten Skype-Gespräch. Und ja, das Witzige ist, dass inzwischen dass mein Vater mir gesagt hat, das ist gar nicht mein Cousin. Also keine Ahnung, wer das war. Aber dieses Erlebnis war für mich so, okay, krass, Gott sieht mich. Gott kennt meine innersten Fragen. Für mich war es so die Bestätigung, okay, es ist nicht alles gleich super und ich habe nicht immer meinen Vater wieder und so. Aber dennoch erhört er meine Gebete und beantwortet meine Fragen. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich mich dann eigentlich unbedingt taufen lassen. Und genau, bin seitdem, liebe es einfach, den Glauben zu teilen. Und habe dann auch immer mehr Gott wirklich als Vater kennengelernt, dass ich wirklich einen Vater in Gott finden kann. Genau, das musst du mal erklären. Weil viele, auch wenn man vielleicht nicht so viel mit Kirche und Glauben zu tun hat, so vom Vater unser, diesem großen Gebet, was die Christen immer wieder beten, hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Was bedeutet das denn für dich, wenn du jetzt sagst, ich habe Gott als meinen Vater entdeckt, erlebt? Ja, also was sehr interessant ist, was ich mal gehört habe, ist, dass Väter dafür zuständig sind oder die Wissenschaft hat bewiesen, dass es richtig wichtig ist, dass Väter dafür zuständig sind, Identität in ein Kind zu sprechen. Vor allem, wenn das Kind noch im Bauch ist, dann ist der Vater dafür zuständig, wenn er zum Beispiel Liebe meine Prinzessin oder so sagt, er ist eigentlich dafür zuständig, wirklich für die Identität des Kindes. So. Und ohne Vater aufzuwachsen, das macht was mit einem und das macht was mit der Identität. Und Gott als Vater kennenzulernen, heißt, seine Identität wirklich zu kennen. Und ich glaube, Gott hat mir, wie gesagt, so gezeigt, wer ich wirklich bin und hat mir gezeigt, hey, du bist meine Prinzessin und so. Und ich durfte mich wirklich kennenlernen. Ich habe durch diese Leere, die ich die ganze Zeit gefühlt habe, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin, deshalb fand ich das auch so gut, was er gesagt hat, von wegen, dass wir alle eine Sehnsucht haben nach Beziehungen und so weiter und da irgendwie so daraus Sucht entsteht. Und ich sehe das auch so ein bisschen bei mir. Ich habe eine Sehnsucht nach einer Beziehung zu meinem Vater. Also was mache ich? Ich stürze mich in eine Beziehung in die nächste und muss auf jeden Fall auch irgendwie, mein Partner muss, ich muss ihm gefallen, also muss ich mich körperlich hingeben und so. Und das muss auf jeden Fall immer alles schön sein und so weiter. Also ich konnte gar nicht alleine sein. So. Und das ist ja auch so eine Art Sucht, wenn man so möchte. Genau. Und für mich war es einfach so, okay, ich habe erkannt, hey, ich habe in Gott meine Identität. Ich bin nicht abhängig von anderen Menschen und finde da meinen Wert, sondern Gott, das, was in der Bibel steht, stimmt. Dass ich geliebt bin, dass ich gewollt bin, dass Gott mich schon erdacht hat, bevor ich überhaupt im Mutterleib erschaffen wurde. So. Und dass diese Sätze, die in der Bibel stehen, dass sie halt wirklich stimmen. So. Und ich durfte auch erleben, dass da einfach jemand ist, der mich hält, der mich tröstet, auch wenn er gar nicht sichtbar ist. Aber dieser tiefe Friede oder diese tiefe Liebe, die habe ich einfach gespürt so. Und seitdem bin ich einfach so erfüllt davon, dass ich mir so sehr wünsche, weil ich genau weiß, gerade in unserer heutigen Generation, wie viele junge Menschen ohne Mutter und Vater aufwachsen, wie viele Elternteile sich scheiden lassen. In der heutigen Generation mit den sozialen Medien ist es immer schwieriger. Die Welt ist so leicht, dass man Sachen austauscht, anstatt zu reparieren. So. Und deshalb lag es mir so auf dem Herzen, weil ich glaube, dass viele, viele wirklich mit so Vaterwunden oder auch mit Mutterwunden einfach zu kämpfen haben und die sich aber gar nicht bewusst sind. Ich meine, ich habe das jetzt erst mit 26 Jahren wirklich, ist mir bewusst geworden, okay, krass, es hat echt viel mit meinen Beziehungen gemacht und nicht nur zum Partner, sondern auch zu Freundschaften. Christopher, wir reden ja gleich darüber, wie du deine Ehe riskiert hast. Hattest auch schon Kinder zu der Zeit. Wenn du sowas jetzt hörst, diese Gefahr, dass Kinder ohne den Vater aufwachsen und sowas, macht das mit dir als Vater, wenn du sowas hörst? Ja, das
Ich kann nur bestätigen, was ihr alles sagt. Mhm. Und ich finde es auch total schön, dass du das hier nochmal kundtust, weil das mit der Identität reinsprechen, ne, das ist genau so ist es. Ne, einfach nur, als ich das gemacht habe und das auch bekannt habe, habe ich auch gedacht, ich habe jetzt alles zerstört, weil ich wusste, wenn ich das jetzt bekennen werde bei meiner Frau, dass ich nicht nur mein Leben und ihr Leben zerstöre mit meinen... wie gesagt, das irgendwie zu veröffentlichen, sondern auch meine Kinder. Mhm. Ne, ich habe ja zu dem Zeitpunkt 3 Kinder gehabt, also ich habe die immer noch, aber die 3 Mädels und die haben alle, ich habe gesagt, die können ja für nichts. Ne? Und ich habe jetzt, wenn ich jetzt das bekenne, dann wird mich meine Frau verlassen und die Kinder haben keinen Papa. Mhm. Ne, und das ist dann, da habe ich auch gedacht, ich habe jetzt alle 4 Menschenseele habe ich zerstört oder werde zerstören durch meine Selbstsucht. Mhm. Da kommen wir aber auch gleich, glaube ich, dazu. Ja, gleich mal drüber reden. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Vater heute? Wir haben ab und zu mal Kontakt. Und der Wunsch ist auf jeden Fall da, dass wir uns sehen und sowas. Wir hatten schon einen Flug und so alles gebucht und dann kam Corona, der Lockdown. Aber es sollte so sein, weil ich merke zum Beispiel, ich kann irgendwie nicht, wenn er jetzt anruft über Facebook oder so, ich muss meine Schwester immer dabei haben. Ich weiß nicht, wie ich fühle, da ist irgendwie so eine Mauer. Ich weiß, diese Gespräche mit ihm sind eher oberflächlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, dass er sich erklärt, sich entschuldigt und so weiter. Ich wurde auch im Vorfeld gefragt, ob ich mir wieder eine Beziehung wünsche. Und ich glaube, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er irgendwann auf meiner Hochzeit ist und sowas. Aber ich habe meinen Vater in Gott gefunden und das reicht mir eigentlich sozusagen. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, einfach so eine Vaterbeziehung wieder aufzubauen. Und ich merke, da ist noch irgendwas in mir, was Gott noch heilen möchte, was gerade noch heilt. Weil ich kann irgendwie nicht mit ihm alleine telefonieren. Ich möchte immer meine Schwester dabei haben. Ich fühle mich irgendwie komisch.